Willkommen Leute, euer Gonzo hier und mal gucken, welches Thema ich heute rannehme. Was haben wir da? Pokémon, Dragon Ball, One Punch Man, ach was treibt mich denn immer so um? Manchmal auch Yu-Gi-Oh!, aber nur ganz selten Yu-Gi-Oh!. Wie wär's mal mit Elden Ring? Och, und die ganze Souls-Reihe. Ich habe wieder Videos gesehen und da kommt mir der gute Laune-Typ gerade gelegen. Da war ich gerade in der Garage am Trainieren. Wird vielleicht mal wieder Zeit für Trainingsvideos, aber ich sollte nicht so viele Thematiken verarbeiten, oder? Ich sollte mal versuchen, ein bisschen bei Kernthemen zu bleiben. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei Yu-Gi-Oh! Und Souls. Und Kingdom Hearts spiele ich eh nicht weiter. Komm, ich habe jetzt meine Erfahrung mit Kingdom Hearts gehabt und hatte sehr viel Spaß jetzt mit Kingdom Hearts. Mal gucken, ob ich daran weiterspiele. Weiß ich nicht. Das ist wirklich ein Problem. Ich bin jemand, der gerne mal hin und her wechselt. Und ich bin dann einige Monate dran mit Dragon Ball, alten Dragon Ball spielen. Dann grabe ich die alten PS2-Perlen nochmal aus und sowas. Dann spiele ich mal wieder Yu-Gi-Oh! Und kaufe mir neue Karten und neue Sets. Und pack die gerne aus. Und jetzt momentan mit Master Duel kann ich immer weiterspielen. Das ist ja voll geil. Ich habe so viele Decks da drin. Was mir fehlt, ist dein Cyberdrachen-Deck. Cyberdrachen-Deck fürs nächste Mal. Gute Idee, merke ich mir. Und das ist natürlich schlecht für so einen YouTube-Kanal, weil ihr wollt eine Sache sehen und plötzlich gerät ich euch mit irgendwas anderem rein. Also, ich kann das schon nachvollziehen, dass es euch inzwischen wahrscheinlich ein bisschen stört, dass ich immer mit irgendwelchen Themen reingerätsche, die euch überhaupt nicht interessieren und es kommt nicht das, was euch interessiert. Aber ich bin mir sicher, wenn ich immer nur das eine Thema bringe, dann würde es auf Dauer auch zu langweilig werden. Ein bisschen Abwechslung muss sein. Aber bleiben wir erstmal bei den Kernthematiken, also zurück zu Elden Ring. Da gibt es jetzt folgenden Aufreger. Ein Aufreger, den andere Fans haben. Und zwar ist das Koop-System nicht mehr so wie früher und From Software hat es voll verkackt und From Software ist schuld, dass nicht mehr so alles so geil ist wie früher. Früher war alles besser, bla 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 bla. Das, was mich immer am meisten nervt. Und die andere Sache ist ein Kritikpunkt, den ich gerne anbringen würde. Und zwar, ich habe ein Video zu den neuesten Patches gesehen und da habe ich irgendwie auch keinen Bock mehr weiterzuspielen. Also, kommen wir erstmal zum Thema, was der Gute-Laune-Typ oder der Gute-Laune-Tim auch angesprochen hat. Leute, Fans regen sich auf, dass From Software nun ein anderes Online-System drin hat. Soweit ich gehört habe, ist es nämlich das aus Bloodborne. In Bloodborne war es so, dass Invaden keinerlei Relevanz hatte fürs Spiel. Man konnte auch niemanden einfach so invaden. Es musste jemand sein, der bereits ein Koop-Spiel eröffnet hat. Also jemand, der einen Koop-Partner ruft, der kann invaded werden. Ansonsten konnte man keinen invaden. Das heißt, wenn man in so eine Welt geht, dann sind da schon mal zwei Leute. Und man kann das auch noch canceln, indem man die alte Frau mit der Silberglocke da meuchelt. Und dann cancelt man die Beschwörung. Geht auch. Dann kann man auch mit zwei Leuten spielen, ohne dass irgendwer invadet. Das fand ich sehr gut. Denn Invaden war inzwischen total alt. Keiner brauchte das mehr. Was ist so interessant am Invaden? Gehen wir zurück zu Dark Souls. Nicht zurück zu Demon's Souls, weil damals war es wirklich noch ein Nischentitel. Das hat kaum einer gespielt. Ich habe Demon's Souls erst gespielt, als kein Invader mehr da war. In Dark Souls wurde wirklich lange invaded und ich habe Dark Souls auch sehr lange gespielt. Und Dark Souls hatte auch einige Covenants, wo man sich halt anmelden konnte. Also im Spiel gab es Gruppierungen, wo man dann den Questgeber quasi, den Eidführer finden muss, eine bestimmte Bedingung erfüllen manchmal und dann musste man Online-Events machen, auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Man konnte aber auch alle Items so farmen im Spiel, das ging auch, die man braucht. Wenn man die Online-Voraussetzungen erfüllt hat, also die Quests erledigt hatte, hat man Items bekommen und für diese Items hat man dann einzigartige Gegenstände im Spiel bekommen. Und die haben das Solo-Spielerlebnis schon stark beeinflusst. Die sind in späteren Souls-Spielen dazu übergegangen, dass diese Items absolut wertlos sind. Das, was ihr bekommt, wenn ihr in den Covenant seid, ist wertlos. Die haben sogar den Drachen-Covenant in Dark Souls 2 bis ganz nach hinten gepackt, obwohl er in Dark Souls 1 ganz am Anfang verfügbar war. Nicht offen, man musste wissen, wo er war und dann musste man wirklich einen wirklich, wirklich gefährlichen, langen Weg hinter sich bringen und konnte dann zum Drachen werden. Dann war man aber extrem overpowered, weil man eine sehr hohe Crit-Chance hatte. Beim Backstabben und sowas. Richtig geil. Sowas Geiles fehlte halt in Dark Souls 2. In Dark Souls 3 war es dann wieder möglich mit diesen Covenants und sich da Items zu verdienen, die wieder total unnütz sind leider. Vielleicht schick aussehen, aber total unnütz sind. Was sie aber da nicht hinbekommen haben ist, inzwischen waren die Spieler schon darauf eingestellt und haben sich einfach zusammengerottet und haben auf Invader gewartet. Also wenn ein Invader eine Welt invaden wollte, kam in eine Welt, wo bereits drei Leute auf ihn gewartet haben, um ihn zu vermöbeln. Es war nicht mehr dasselbe Spielgefühl. Wie war das denn eigentlich gedacht? Miyazaki dachte sich, ein Spieler
spielt das Spiel für sich alleine in seiner Welt und ein fremder Spieler dringt einfach in sein Spiel ein und jagt ihn und will ihn töten. Und das macht Angst. Du willst zu einem Boss, um bei einem Boss Koop zu spielen, brauchst du die Lebendigkeit, so diese Aushöhlung, und die musst du am Leuchtfeuer aktivieren. Vom Leuchtfeuer aus musst du zum Bossraum und alle Spieler haben ihr Rufzeichen vor den Bossraum gelegt und nicht am Leuchtfeuer. Das heißt, du bist da meistens alleine hingelaufen und vor dem Bossraum wolltest du dann die Helfer rufen, weil die hatten nämlich keinen Bock gehabt, den ganzen Weg mitzulaufen. Die wollten einfach nur zum Boss rein, schnell mal Seelen verdienen und weg. Also hast du dich ausgehöhlt und bist den ganzen Weg bis zum Boss gelaufen und auf dem Weg dahin warst du anfällig für Invader. Und dann hat dich irgendwer invaded und dann musstest du versuchen, zur Boss-Tür zu kommen, schnell einen zu rufen und dann in den Boss reinzugehen, in den Bossraum. Wenn du das nicht geschafft hast, hast du deine Sterblichkeit verloren, deine Aushöhlung und musstest nochmal neu aushöhlen. Also das war wirklich nervenaufreibend. Das war ungewollt, das hat genervt. Aber später, in späteren Souls-Spielen, waren halt alle dran gewöhnt. Und dann war das Online-Spiel an und für sich bereits ein Spiel für sich. Und die Leute haben sich einfach in Gruppen versammelt und haben gewartet. Den ganzen Tag in Dark Souls haben die nur in einem Gebiet gestanden. Die haben das Spiel nicht gespielt. Und ich werd wahnsinnig. Man musste da einige Online-Sachen machen, um an Items ranzukommen, die, glaube ich, auch Platin-relevant waren für die Trophäen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Und dann muss ich online gehen, gezwungenermaßen, und da warten einfach nur Leute auf mich. Und das hat genervt. Ich konnte auch nicht, wie in früheren Souls-Spielen, davon ausgehen, dass ich einfach in die Welt gehe und ich abwarte, dass derjenige stirbt, weil ich gar nicht PvP kämpfen will. Ich habe da gar keinen Bock drauf, ich kann das nicht gut und ich will auch wirklich niemandem den Spielspaß verderben. Ich bin in die Welt rein. Und eventuell ist ein Spieler auf dem Weg zum Boss gestorben, weil die Spiele waren dann noch herausfordernd. Und dann habe ich sowieso die Belohnung bekommen. Das war vollkommen in Ordnung für mich. Jetzt gehe ich in so eine Welt und die warten nur auf mich. Die gehen gar nicht zum Boss. Außerdem sind die bis an die Zähne bewaffnet, stehen zu dritt da und haben gar kein Problem damit, bis zum Boss zu kommen. Weil die schon am Leuchtfeuer Leute rufen. Es wurde nur noch am Leuchtfeuer Leute gerufen und damit war das ganze Konzept für den Arsch. Die Spieler haben sich verändert. Das Souls wie damals ist so nicht mehr möglich. Das Online-System funktioniert so nicht mehr. Nun haben wir Elden Ring. So, und in Elden Ring haben sie das einzig Vernünftige gemacht. Keine Covenants mehr, keine größeren Online-Quests, außer die eine Quest, die ich nicht gemacht habe und nie machen werde, weil ich nur offline spiele. Und es hat alles keine Relevanz mehr. Die Welt ist groß, man kann hin, wo man will. Und das Invaden funktioniert nicht mehr. Das ist nicht mehr dasselbe und das spielt auch keine Rolle. Warum muss das so sein, um Spieler zu schützen? Elden Ring ist ähnlich aufgebaut wie Dark Souls 1. Und zwar könnt ihr vom Anfang an des Spiels schon die geilsten Endgame-Waffen finden oder ihr könnt euch Low-Level irgendwo hinkämpfen, wo ihr die geilste Endgame-Ausrüstung habt und könnt dann Anfänger im Startgebiet damit vermöbeln. Das war in Dark Souls 1 unfair, viele haben sich beschwert. Und wenn das in Elden Ring jetzt so gewesen wäre, dann würden auch alle wieder auf die Barrikaden gehen und sich aufregen, dass jetzt nur noch Profispieler, die Noobs fertig machen im Startgebiet, weil das Spiel ist einfach so verdammt offen, ihr könnt euch überall geile Ausrüstung holen, nur Anfänger wissen es halt nicht und kommen da nicht weiter. Das wäre unfair, deswegen ist das einfach nicht möglich. Und natürlich aus der anderen Sicht, eventuell würden Leute nur rumstehen und den ganzen Tag auf Invader warten. Das kann man ja machen. Ich habe gehört, in Elden Ring gibt es ein Item, damit kann man Leute in seine Welt lassen. Also genau dieses Spiel könnt ihr spielen, was ihr in Dark Souls 3 gespielt habt, wenn ihr darauf Bock habt. Ihr wartet den ganzen Tag auf einen Invader, der kommt rein, ihr vermöbelt den. Für den Invader macht es halt keinen Spaß. Der Zug ist lange abgefahren. Das ist nun mal so, Zeiten ändern sich. Spielsysteme funktionieren nicht mehr so wie früher. Dafür sind die Souls-Spiele viel zu berühmt und es ist viel zu bekannt, wie das Spiel funktioniert. Es ist nicht mehr möglich. So, jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Kritikpunkt. Und zwar, ich mache YouTube auf. Und da steht, neuester Patch von Elden Ring verändert alles. Neuester Patch von Elden Ring bufft das. Neuester Ring von Elden Ring, neuester Ring von Elden Ring, ganz klar. Neuester Patch. Patch die Scheiße aus euch heraus. Es patcht das und patcht dies und ich werde verrückt. Leute, muss ich mir jetzt jedes Mal ein ganzes Video angucken, nur um zu gucken, was noch möglich ist in dem Spiel. Ich habe ja das Glück gehabt, ich habe das Spiel in meinem Urlaub bekommen und habe das in einer Woche komplett durchgespielt, bis ich eine Thrombose bekam. Dann wurde ich krankgeschrieben, weil ich operiert wurde und habe das Spiel direkt weitergespielt. Und ich konnte es durchspielen, ohne dass ich
von Patches geplagt wurde. Die kamen dann erst, als ich fertig war, und die haben mir dann meinen Spielstil kaputt gemacht, weil die das genau genervt haben, was ich benutzt habe im Spiel. Ganz klar, ich bin viel zu leicht durchs Spiel durchgekommen. Ich habe das durchgerusht und habe die meisten Bosse einfach kaputt gemacht. Und das haben die dann rausgepatcht. So, jetzt bin ich mit dem zweiten Spiel durchgegangen, der natürlich leichter ist, weil ich einen NG-Plus-Charakter habe. Und jetzt patchen die das nochmal nach und verändern schon wieder alles. Irgendwelche Aschen werden verändert, Schlagzeiten werden verkürzt. Und Attacken von Waffen werden wieder verstärkt. Verbrauchen weniger TPs, damit ihr mehr spammen könnt. Das ist doch irre. Ich habe nichts dagegen, wie das Spiel jetzt gerade ist. Ich habe mir alles angeguckt, alles ist okay. Ich wäre bereit, das jetzt so weiterzuspielen. Da habe ich kein Problem mit. Jetzt so, genauso wie es jetzt ist, könnte ich weiterspielen. Das Problem ist, ich weiß nicht, was nächste Woche ist. Was ist, wenn ich jetzt anfange und nächste Woche ändern die das Spiel schon wieder? Und ich weiß einfach nicht, wie ich das finden soll. Das nimmt mir direkt schon den Spaß. Also ich habe da keinen Bock drauf, mich jetzt da reinzuarbeiten, wenn ich weiß, nächste Woche krempeln mir das wieder um. Dann warte ich doch vielleicht lieber ein halbes Jahr, bis ich nochmal spiele. Und dann ist Ruhe, dann patchen die nichts mehr. Dann ist denen das egal, ob irgendwo eine unfaire Stelle ist. Ich meine, wofür musst du ein Solo-Spiel patchen? Wozu musst du ein Solo-Spielerlebnis noch im Nachhinein patchen? Ich meine, ja, du hast Playtester, das soll sich möglichst so und so spielen. Dann bringst du das Spiel raus, alle spielen es und dann musst du mit der Kritik leben. Ist es gut, ist es schlecht, was hat den Leuten gefallen, was hat dir nicht gefallen? Fehler kannst du ausbessern und dann kommt ihr aber auf die Idee, diese Waffe ist zu stark, die nehmen wir raus. Diese Waffe ist zu stark, die nehmen wir raus. Die Leute sollen so nicht spielen. Sitzt da irgendein Miyazaki vor YouTube und guckt sich den ganzen Tag YouTube-Videos an und sagt sich, der da, ich will nicht, dass der so spielt. Nerft das. Nehmt den das weg. Hier, guckt euch den da an. Der benutzt dieses Schwert. Nerft das. Ich will nicht, dass der dieses Schwert benutzt. Sitzt der wirklich alt und grantig vor YouTube und sagt seinen Leuten, nerft das weg. Ich will nicht, dass die Leute Spaß mit dem Spiel haben. Ich will nicht, dass die Leute Spaß an dieser Waffe haben. Nerf die weg. Ich will, dass die andere Waffen benutzen. Ich will, dass sie so spielen, wie ich es will. Was ist los mit diesen Leuten? Ist das so? Was bringt die dazu, diese Sachen zu patchen? Ich habe vorher nichts davon gelesen, dass die dringend gepatcht werden müssen. Das heißt jedes Mal nur, es hieß bei den ersten Glitches, die werden bestimmt rausgepatcht, ist okay. Und dann plötzlich nerfen sie ganz viele Sachen. Einige Sachen werden gebufft und plötzlich sind Magier total OP, also noch OP-er, als sie vorher schon OP waren. Und alle regen sich auf. Ja, und dann wird das Spiel nochmal verändert. Und ich weiß einfach nicht, ob das gut sein soll, dass man im Nachhinein das Spiel, was man ja gekauft hat, was man spielen will, ist ein Rollenspiel, wo du dich darauf vorbereitest, wo du deine Ausrüstung festlegst, wo dann plötzlich einfach nachgepatcht wird in deinem Solo-Spielerlebnis, weil irgendwem nicht passt, wie du dein Spiel spielst. Da sind wir ja bei Gatekeeping auf ganz hohem Niveau. Das ist jetzt nicht nur die Online-Community, die dir verbietet, ein Schwert zu benutzen, weil das Schwert zu stark ist und dass du dämliche Kommentare bekommst als YouTuber, die dir sagen, du bist voll der Noob, weil du dieses scheiß Schwert benutzt, das darf man nicht benutzen. Das ist bestimmt ein Fehler, dass das existiert. Und dann kommen die Entwickler und sagen, wir wollen jetzt auch nicht mehr, dass du das und das Schwert benutzt. Das patchen wir jetzt, damit du das nicht mehr benutzt. Das ist ja voll irre. Wer macht denn sowas? Und jetzt macht From Software auch noch mit. Ich bin da jetzt absolut kein Fan von. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob irgendwas dabei ist, was ihr total geil fandet, was jetzt gebufft wurde. Vielleicht entgeht mir ja irgendwas. Vielleicht ist das Spiel jetzt noch grandioser, weil irgendwas gebalanced wurde, was vorher einfach nicht gepasst hat. Vielleicht entfaltet sich das Spiel plötzlich auf irgendeine majestätische Weise. Ich weiß es nicht, weil wenn ich mich jetzt reinarbeite, ist es in einer Woche wieder umgepatcht und alle Werte sind wieder anders. Das ist ja wahnsinnig. Wer kommt denn auf diese Idee? Was ist denn das für eine Entwicklung für das Spiel? Wie lange wollen sie das Spiel jetzt noch patchen? Und ich nehme jetzt gleich dann im Hintergrund Videomaterial auf und ich weiß noch nicht, ob ich den Boss, den ich da angepeilt hatte, überhaupt besiegen kann, weil er wäre nämlich jetzt noch ein leicht zu cheesender Boss. Ob das denn noch geht, weiß ich ja noch gar nicht. Weil vielleicht wurde das ja rausgepatcht, vielleicht war das ja ein Fehler, vielleicht darf ich den ja nicht einfach und easy besiegen. Vielleicht muss ja alles verdammt schwer sein, ich weiß es nicht. Mal gucken, was ich dann reingenommen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so rumragen muss, wegen Elden Ring. So, jetzt ein bisschen Yu-Gi-Oh! Zur Beruhigung. Macht's gut, ciao, bye bye, euer Gonzo.